würde. Den Zustand der angenagten Knochen nachzuurteilen, die Wochen später gefunden wurden, hat Fesul wenigstens eines seiner Versprechen eingehalten. Ja, dass die Knochen, dass sie so unkenntlich bleiben, dass man nicht mehr weiß, wer das überhaupt war. Cool. Noch nicht. Cool. Das ist voll cool, voll der Ghoul. Oha. Voll der coole Ghoul. Jetzt werde ich mich beweisen. Oh, die haben Feuerkette. Nicht genug Zorn. Ich mag ja solche Gegner, die Lebensband haben. Das ist auch geil. So, wenn du einen davon tötest, sind alle tot. Aber dafür sind sie einfach mal wesentlich widerstandsfähiger als alle anderen. Von dem Kopf eines irren Zauberers würde ich ihn auch hier verstecken. Wir sind uns einig. Kull, der Abtrünnige, muss aufgehalten werden. Er will die Macht der Steine duplizieren schon zu und sie sich zunutze machen. Er ist besessen von der Macht des Himmels und der Hölle. Ihre Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen, wird uns alle nur ins Verderben stürzen. Ja, wir holen jetzt Gold und Kohle. Ich benötige mehr Zorn. Nicht alle gefährlichen Dämonen sind groß und imposant. Die Staubkobolde sind kaum größer als Kinder. Doch sie besitzen den Scharfsinn und den Blutdurst weit größerer Kreaturen. Sie suchen Schutz im Schatten und kommen nur dann hervor, wenn sich potenzielle Beute zu nah heranwagt. Dann schlagen sie aus dem Hinterhalt zu und lassen kaum mehr als Knochen zurück. Jo. Das ist alles hier zerstört. Hier waren halt schon so andere Leute. Mir folgen kleine Kinder. Diablo war der Jüngste der noch nicht bereit. Aber ich halte ihn für den gefährlichsten. Denn seine Macht über den Schrecken macht es unmöglich, Angst zu verspüren. Wieder da. Okay. Obwohl er mit Leichtigkeit viele Menschen besessen und korrumpiert hatte, wurde Diablos Essenz schließlich in einem Seelenstein gefangen und vor 20 Jahren in den unergründlichen Abyss verbannt. Akarat gewährt mir seine Gunst. Alter, so für alle die Frame-Einbrüche gerade. Okay, aber mir läuft alles ganz gut. Ich habe an Stellen Frame-Einbrüche, da habt ihr die nie. Dann habt ihr irgendwo voll Frame-Einbrüche und ich überhaupt nicht. Oha. Das tiefste, was ich war. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. 25. Echt? Das tiefste, was ich hatte, waren 5. Brauchst du halt einen neuen PC? Nö. Aha, einen neuen PC gleich. Boxy, ich bin ja nicht du, der sich gleich einen ganz neuen PC kauft. Dann wechsel Teile. Hat er schon. Dann wechsel nochmal Teile. Ach wirklich? Darauf kommst du erst jetzt. Ich benötige mehr Zorn. Da bist du darfst einen anderen Main-Trotter. Ja, Wallner kann dir doch stimmen, was du kaufen. Ja, Wallner, als ob der mich was kauft. Ja, was soll ich dem anderen kaufen? Wallner ist nicht der Ebay-Lord. Nee. Oh. Doch trotzdem, Afrika nicht, ey. Hört. Wer halt immer, wie er immer drauf reagiert mit dem Ebay-Lord. Er will der Ebay-Lord nicht sein, aber er reagiert immer wieder, wenn man Ebay-Lord sagt. Oha. 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 Ja, oha. Oha. Wenn ich die Endertruhe aufmache, guckt gleich jemand anders rein. Es ist soweit. Lea,
Wirke den Zauber, den ich dir beigebracht habe. Ich lebe wieder. Soltun Kull. Wir brauchen euch, um den schwarzen Seelenstein zu aktivieren. Damit wir mit ihm die letzten zwei Herrscher der Hölle fangen können. Ich erkenne eure Stimme, Fremder. Sie hat mich im Tod verfolgt, so wie sie mich zu Lebzeiten befehligt hat. Tyrael! Der bin ich. Doch jetzt sterblich. Ah, das Schicksal ist wunderlich. Wunderlich. Ja. Nein. Ach wow, ich habe jetzt das meinem dem Ding schon gelehrt, wie man das Seth Kains Schicksal machen kann. Schön. Hey, verehrter Herr, ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet sie euch mal ansehen. Will das jemand haben? Was? Kains Schicksal, oder? Ich glaube, ich habe, weil ich weiß nicht, ob ich das schon habe oder nicht. Kannst du ja einen Foxy geben, wenn du es schon hast. Kains Erinnerung? Bei Kains Schicksal habe ich noch nicht. Doch, bereits bekannt, anscheinend doch. Dann Waffe oder so? Dann gibt's Foxy. Ja, es liegt da. Foxy. Oh mein Gott. Ich mag dieses Glas hier. Ich, aus, ach, ich mach das aus geschmolzenem Blei. Ah ja. Weiner will Blei schmelzen. Dann Obsidian, auch Obsidian. Ich frag keine vernünftigen Schuhe. Ich will noch ein Obsidian da. Ich werde euch den schwarzen Seelenstein geben. Dann aber als Gegenleistung muss ich wieder zusammengesetzt werden. Ihr wart früher ein Verräter. Woher soll ich wissen, dass ihr nicht zu einer noch größeren Bedrohung werdet, sobald ihr gänzlich wiederbelebt wurdet? Das wisst ihr nicht. Also müsst ihr euch selbst fragen, wie viel würdet ihr riskieren, um diese elende Welt zu retten? Alarm, Alarm. Alles. Alarm, genau. Alarm. Ah, so sei es. Um anzufangen, müsst ihr mein Blut in den trostlosen Sanden jenseits der Aquädukte finden. Hallo. Ich hab gar keine Quest mehr. Mörder, Folterer, Monster. Also. Mit diesen Namen versahen die Horadrim Soltun Kull. Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine... Ihr seid wirklich interessant, nicht wahr? Lava. Ich frage mich, ob eure Freunde wissen, wer ihr wirklich seid. Sagt, was ihr meint. Oh, mit der Zeit wird sich alles klären. Mit der Zeit. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Boah, mir ist gerade wieder was von früher eingefallen. Was ist? Und zwar, mit gerade, beispielsweise, du kämpfst so, Foxy und ich teleportieren uns zu dir und du schrägst halt also voll. Und das erinnert mich an was von früher, noch damals, als wir Minecraft Feed the Beast gespielt haben, weißt du noch, weil. Ah ja, hast du auch schon erzählt. War richtig geil. Ja, dieser Moment, dieser, weißt du noch, dieses,
mir einmal der gute Kingol gesagt hat, so, ja, Aska, komm mal her. Das sag ich, ich fordere mich zu ihm. Dann fordert sie natürlich eine ganz bestimmte Person auch noch zu ihm. Er fällt runter und Rachel sagt gleich wieder. Ach so. Oh Gott. Boah, du weißt, wie der dämliche Johnny zu ihm teleportiert hat. Wenn er so vor allem, das Geiste war ja immer noch, wo er dann so gesagt hat, so, ja, wenn ich sag Aska, komm mal her, dann heißt es nicht, dass alle anderen herkommen sollen. Aber es gibt dort bestimmt Bücher über den schwarzen Seelenstein und Asmodan. Etwas, das mir dabei hilft, die Vermutungen meines Onkels zu verstehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Rambo! Heute ist nicht euer Tag. Schatzgoblin! Rambonisieren! Oha. Plan, Schwertschwur, cool, legendärer Plan. Hey, warte. Ah, wir sind schon mal der Oase, oder? Ja, das müsste die Oase sein. Ja, hier ist eine Truhe. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Zillard rennt vor. Mein Gott, Zillard ist weg. Oh mein Gott, wir fluten uns. Nicht genug Zorn. Hat der Malifant der Seelenschinder irgendwas gesagt? Ein was? Er kommt jetzt gleich hier rein. Im Moment, die sind Gegner. Die wollen ja nicht auf die XP verzichten. Da war Lot. Ja, da war Lot. Lot. Oder das erinnert mich, oder bezüglich mit dem Loot, das erinnert mich noch an was. Mit was mein Vamiris zu mir gesagt hat, als er mit solchen komischen Bimbos hier Dings gespielt hat, also Diablo, hat er mich mal gefragt, ob ich mit diesen Bimbos auch mal WoW spielen will, weil die spielen ja auch, weil die auch WoW spielen. Habe ich so gesagt, so, nein, nein will ich nicht, die klauen mir bestimmt meinen ganzen Loot weg. Das Geiste, was er so gesagt hat, so, stimmt doch gar nicht. Also mir geben die immer sowas und sowas. Also diese Aussage kann ich nicht verstehen und sowas. Dann so, ich habe noch nie was mit denen gespielt, kenne die nicht mal. Und er sagt, dass meine Aussage nicht berechtigt ist. Das sind auch diese besten Sachen. Verbrennt im Licht. Oha. Man soll Leute im Licht verbrennen. Ach, das ist ein Boss. Mini-Boss. Ja, so ein Special-Gegner. Aua, 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 die Fliegen machen mich kaputt. Lol, du hast noch alle Leben und rennst weg und sagst du schon. Ja, die haben mich gerade so dezimiert und dann auch mal, wupp, hab ich volle Heilung gekriegt. Die haben dich dezimiert. Ja, mir fehlt jetzt ein Arm. Mir fehlt jetzt ein Arm. Und wupp war er da. Wupp, wupp, wupp. Ja, dann kriegt er so eine Heißsphäre ab und wupp, war der Arm wieder dran. Hätte man doch. Ja, Spiel ab 18 wäre das halt so. Ja. Weil letztendlich ist es gar nicht so. Du bist so fast tot, hast noch ein Leben. Nur noch irgendwie dein Kopf ist übrig. Das fand ich dabei, ich benötige mehr Zauber. Also, wenn du Leben verloren hast, hast du halt. Zum Beispiel die ganze Brust aufgerissen oder fehlt der halbe Brust und so. Und, lol. Wenn du dann halt voll Leben hast, hast du wieder was dazu bekommen. Wo war das? X-Men Origins, also kam auch nicht in Deutschland raus, weil es zu brutal war. Also X-Men halt, mit Wolverine. Ich dachte, das ist gerade ein Blitz hinten irgendwo eingeschlagen, aber okay. Das war nicht geil. Wo, bei dir? War, ja. Ich vermisse es, mit Onkel Deckard nach verloren gegangen. Ey, wurde scheiße zu suchen. Obwohl es nicht immer ungefährlich war. Ich kann mich hell. Wie oft ich ihn vor einer Armee aus Skeletten wegzerren musste. Ja, jetzt kommen. Einen staubigen alten Wandteppich. Ruf die Aliens, komm. Pass auf, dass nicht Zaufpark Aliens sind. Mit den Armen, sondern.
mit den Analsern. Die Smeltery, die macht einem das Leben leichter. Echt? Ja. Warum? Wie schmelzt du da so ein? Also alles, was sie halt so braucht und Kraft und so. Okay. Anders braucht es denn da? Bei der Smeltery kann man doch nur Dings craften, wie heißt nochmal, Werkzeug und Waffen. Zumindest weiß ich das. Nicht nur, also es geht auch mit den Technikmods und so. Ach. Das hat man halt alles so programmiert, dass die meisten Mods aufeinander kompatibel sind. Nur Geduld. Und da kann man auch so wirklich jedes Teil dann schmelzen. Aber das ist dieses Smeltery-Ding, wie es auch bei Dings, bei Hexit gibt. Genau, dieses Tinkerer's Construct. Ah ja. Das ist ganz cool. Meines Geschmacks hat es zu wenig Loot. Ja. So. Ich liebe es. Irgendwann müssen den wir mal Erfolg mit, hab ich, den Erfolg habe ich zwar schon, aber nicht im Koop. Irgendwann müssen wir mit Wallner Minecraft spielen. Ja. Irgendwann. Irgendwann wird er uns dazu zwingen. Oha. Nö. Wenn er einen Server hat. Ja, wenn er einen Server hat und ich dann so mein Zeug, dann... Was ist denn... Können wir mit... Können wir schon mit Wallner spielen? Ja, ich verstehe gerade was nicht machen kann. Achso. Gerade etwas für... Ich weiß auch, wie Snoopy ist ja voll gegen diese Mods und so. Der findet das ja auch... Ja, der findet alle anderen erweiterten Spielspaß-Dinge kacke. Ja. Also bei Minecraft ist das auch wirklich sinnvoll. Ja, klar. Ja, da kriegst du einfach viel mehr Spaß mit so einem Zeug rumzumachen und so. Wenn ich sehe sowas, was du mit oder so machen kannst, dann mit den Waffen und so. Und Atomkraftwerk, ich sag's dir. Kleineres Caldeum von kleinen Brunnen abhängig, um an Wasser zu kommen. Atomkraftwerke, die zu Bomben werden. Von unvergleichlicher Praxis, ja, weil sie instabil werden. In einem Gebiet, statt von dem man statt Kühlung einfach so Atombomben herum. So eine tickende Zeitbombe. Ja, nee, dann wird es so falsch, wird so was beschädigt, was passiert, Alter, es explodiert, so ein riesiger Krater. Weißt du, und es ist dann so mit, wahrscheinlich so genau in der Mitte von diesem, Dingens. So, von den ganzen Spielerstadt. Und du lagerst einfach so 10 Tonnen Atombomben so direkt neben dem Atomkraftwerk. Genau. Kaiser Hakan? Keine Zeit für Nettigkeiten. Ich glaube, ich habe Vegas Identität aufgedeckt. Nicht mehr lange. Eines müsst ihr jedoch wissen. Um Kuls Blut zu finden, müsst ihr durch die Aquädukte gehen. Na wirklich? Es gibt zwei Hebel, die den Eingang unter dem Wasserfall kontrollieren. Jo. Gelaut los. Go, go, Power Rangers! Hier in der Luft. Es ist Belial. Solange er lebt, ist ganz Caldeum im Belagerungszustand. Onkel Deckard hatte die Theorie, dass die Dämonenfürsten Dämonen zurücklassen. Und so wie wir Fußabdrücke. Und ihr denkt, er hatte recht? Ja. Je mehr ich die Bücher meines Onkels studiere, desto mehr erkenne ich, dass sogar ich seine Weisheit als selbstverständlich betrachtet habe. Hier ist ja gar nichts. Ist ja doof. Wollen wir hier lang? Dann gehen wir halt oben lang. Wollen ja, wollen wir nicht hier lang gehen? Was macht Zillot? Rennt einfach mal weiter. Strahl ja besser. Muss ich aber bis Level 39 warten, bis ich da was Neues hab. Was gibt's denn Level 39 so schön? Into P. Ja, das bringt was? Der Strahl verwandelt sich in einen Kegel mit kurzer Reichweite. Ja, in einen Kegel mit kurzer Reichweite. Mhm.
Okay. Wir sind schon. Leicht reinlegen. Die Welt zu sehen.